Auf der Speisekarte im Restaurant Quadras in St. Vith steht unter anderem Kalb an weißem Spargel und Holunder. Ricarda Grommes und ihre beiden Kollegen stecken mitten in den Vorbereitungen für das 6-Gänge-Menü des Tages. Doch die Spitzenköchin aus St. Vith gewährt sich auch einen kurzen Ausblick über das Tagesgeschäft hinaus. Einen Ausblick auf Olympia. Und Olympia, das wird... Ich denke, auf jeden Fall eine sportliche Herausforderung. Wir sind motiviert, wir sind total dankbar, dass wir die Erfahrung machen können. Und mal gespannt, was da auf uns zukommt. Grommes reist gemeinsam mit ihrer rechten Hand Lorena Jonas und mit Chefpatissier Marc Reinartz nach Paris. Das Dreiergespann aus dem Quadras wird im belgischen Haus weitaus mehr Speisen zubereiten als sonst in der täglichen Arbeit in St. Vith. Wir werden dort in Zusammenarbeit mit einem Traiteur arbeiten und an zwei Stellen dann zwischen 150 und 300 Menüs am Tag schicken. Und genau das ist Teil der Herausforderung Olympische Sommerspiele, sagt Chef-Patissier Reinartz. Die Menge und unser Niveau auf die Menge auch Konstanz abzuliefern und auch die unsere Gegend aus Belgien dort zu repräsentieren mit unseren Produkten. Und ich denke, das ist schon eine große Herausforderung, die zwei Sachen zu kombinieren. Für den arbeitsreichen Abstecher zu Olympia hat sich das Quadras-Trio eigens Urlaub genommen. Aber es wird wohl einer ohne Entspannung. Ich glaube, mit der Motivation, ich meine, wir sind in Paris, dürfen kochen, sind im starken Team unterwegs. Also kleine Art Urlaub ist es dann aber. Seit 2017 trägt Ricarda Grommes Restaurant als Auszeichnung für ihre Küche einen Michelin-Stern. Künftig darf sie sich auch Olympiaköchin nennen.